Was? 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 Hey Leute, im heutigen Video machen wir ein Quest-Battle in Brawl Stars. Das bedeutet, heute geht es darum, wir müssen versuchen, so viele Quests in möglichst kurzer Zeit zu erfüllen und so eben ein möglichst großes Opening zu erfahren. Und am Ende gilt, wer schafft die meisten Stufen und vor allem, wer bekommt die meisten Brawler oder Punkte natürlich. Ich würde sagen, auf geht's, euch viel Spaß und wir starten direkt rein mit dem Timer. Okay, Zeit läuft und ab jetzt müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir in der Zeit die meisten Marken raus. Also ich habe hier eine Vierer-Quest, nutze ich auf jeden Fall mit Cold, let's go. Vierer-Quest, oder? Ja. Ich hätte noch direkt Marken kriegen. Das mache ich, let's go. Genau, wir können heute übrigens auch unsere Zeit auf der Fitbit-Uhr stoppen. Wir haben jetzt als neuen Partner Fitbit und auch da ist natürlich ein Timer integriert. Also den werden wir auch nutzen können, um jeweils auch bei euch natürlich die Zeit abzulesen. Also ihr habt euren Timer auch angeschaltet, oder? Ja. Sehr gut, okay. Ich muss ehrlich sein, ich habe gar nicht geschaut, welche Quests ich erfüllen muss. Ich bin einfach nur reingegangen. Habt ihr geschaut, welche Quests ihr habt? Ich habe einfach nur gesehen. Mir einen kleinen Plan habe ich mir auch zurechtgelegt. Aber ob ich den... Ah, Gott, Hilfe, Mate, Hilfe! Oh Gott. Ja, hier geht's schon mal richtig zur Sache. Ja, sehr knappe Kiste auf jeden Fall. Also die meisten Quests... Oh mein Gott, ich bin tot. Nein, oder? Oh mein Gott, ich bin nicht tot, Alter. Die meisten Quests sind ja immer irgendwie Marken oder so. Gott, Hilfe! Nein! Oh. Ich hab mich hingeschaut, weil Jona so rumgeschrien hat. Ich bin gestorben. Jona, ohne Witz. Ja, hab alles richtig gemacht, oder nicht? Okay, ich muss Gegner besiegen, ich muss Schadenspunkte machen, okay. Boah, ist das ein geiles Game gerade hier bei mir. Was habt ihr denn für Quests überhaupt? Ich hab gar nichts gesagt. Ich spiele auf jeden Fall mit Spike. LOL! Legendärer, schon mal unfairer Pay-to-Win-Vorteil. Ja, genau. ich hab da verschiedene Quests. Einmal mit Teammates zocken, so und so viel Schaden machen und ich glaube so und so häufig auch gewinnen. Mhm. Also auf jeden Fall 3 Quests mindestens habe ich mit ihm. Und wir haben auch auf jeden Fall schon mal den ersten Sieg hier scheinbar gerade. Ja, ich habe ja gerade meine erste Runde verloren. Ich bin Fünfter wegen dir geworden, weil ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Keine Ahnung. Easy. Okay, also die ersten 2 Minuten sind jetzt vorbei auf jeden Fall, okay. Nein, was? Oh mein Gott, Shelly hat uns beide gehopst. Ja! Was? Sehr gut. Was? Oh Gott. Seid ihr auch alle Solo oder bin ich der Einzige, der Solo gegangen ist? Also ich am besten ist so Solo im Brawl. Ich spiele Teammodus. Echt? Was spielst du denn? Das ist Juwelenjagd, das ich ist spiel auch ein Duo Showdown. Ach so, okay. Ich dachte schon, okay, Duo. Ich habe jetzt 2 Minuten 15 für die erste Runde gebraucht. Oh mein Gott. Echt? Du bist noch in... Ich bin schon in der 2. Gut, ich habe auch die erste Runde total verkackt, muss ich fairerweise sagen. Ich bin jetzt noch in der 2. Runde gerade. Ey, mein Mate ist AFK. Bitte spiel einfach. Ja! Oh nein, ich glaube, der leckt rum. Oh nein, ich bin direkt gestorben. Ach so, okay. Ich muss natürlich schauen, ob die so noch schaffst in der Zeit. Wirklich. Oh mein Gott, ich treffe halt einfach nicht, ne? Doch, jetzt. Digga, was ist das denn für eine Ult gewesen? Ich habe komplett daneben geballert. Im Showdown jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, es wird richtig intens. Wieso finde ich keinen Gegner? Warum dauert das so lange? Ich finde meinen Gegner gerade auch nicht. Ich bin absolut ab... Oh mein Gott, das ist einfach so ein Karl da oben. Total lost mit einem Cube. Oh mein Gott, ich... Die Runden hier dauern echt lang hier bei diesem Juwelenjagd. Ja, Juwelenjagd ist echt nicht zu empfehlen eigentlich. Ich würde eher Showdown oder vom besten Brawler gehen. Ich habe jetzt auch meinen ersten Win. Ich muss mal ganz schnell schauen. 15 Gegner besiegen? Okay, ich... Oh, 8 Kämpfe gewinnen. Ey. Schau, dann muss ich auch Kills machen. Boah, wird schwierig werden. Ich bin schon wieder direkt tot. Ey, das kann nicht sein. Ich muss halt auf nochmal kämpfen klicken. Aber mein Mate ist der größte Random. Das macht halt gar keinen Sinn, nochmal zu spielen. Da musst du dir auf jeden Fall überlegen, ob du das auch machen willst, ne? Ja. Die Zeit schon. Die ersten 3 Minuten sind jetzt schon vorbei. 3 Minuten 40! Ja. Jetzt habe ich auf die Uhr geschaut in dem Moment. Ich fasse es nicht. Ich soll vielleicht zwischen den GS eher auf die Uhr schauen. Ja. Oh mein Gott, ey. Ablenkungsmanöver. Ja. Ach Junge, wie soll ich denn so winnen sollen, wenn ich jede Zeit eine Runde verkacke? Das gibt's ja gar nicht. Okay, jetzt ein Teleport. Mhm. Ich bin schon wieder tot. Nee. Alter, also pass auf, Kollege. Nein. Oh. Ah, ist gestorben. Hilfe, mein Mate ist tot. Das ist nicht gut. Jetzt bin ich ein Kessel zwischen Nita und Dings. Das ist nicht so gut. Oh, ich glaube, jetzt habe ich aber ein Problem. Jetzt habe ich aber eine Shelly mit 11 Cubes. Und, oh nein, Edgar und Shelly. Schwieriges Duell gerade. Ich bin schon wieder Showdown, also mir läuft es krass, muss ich wirklich sagen. Ich bin jetzt auch mal in eine Showdown-Runde reingegangen. Ja. Und also ich habe da vorhin für irgendwas Punkte bekommen. Okay, ich habe noch 2 Kills, dann habe ich es, sehr gut. Oh, mein Mate ist aber auch irgendwie nicht die hellste Kerze auf dem Kronleuchter, oh Junge. Okay, ich habe jetzt noch 10 Minuten, die ersten 5 Minuten sind vorbei, Leute, okay? Okay, boah, das ist noch machbar. Oh, ich hab 2 AP. Ich habe halt bisher noch gar keine Quest geschafft jetzt, weil ich so... Also wenn ich es halt schaffe, dann hab ich halt viele auf einmal so. Ja, bei mir ist es genauso. Ja. Ich habe auch so diese 500 Marken Quests wahrscheinlich auch ähnlich, ne? Ja, genau. Ich sag dir, wie es ist, ich bin zum 3. Mal gerade ausgeschieden. Ich bin so schlecht gerade. Oh je. Ich habe dafür Quests trotzdem erfüllt. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber irgendwie galt das... Okay, krass. Sehr geil, okay. Ich
bin zwar die ganze Zeit am Sterben, aber dafür kriege ich so ganz easy dieses 10-mal noch einmal spielen drücken. Ja, gut, das ist natürlich auch praktisch. Ja. Aber das Problem ist, ich verliere die ganze Zeit, aber ich habe dieses nochmals spielen, habe ich nicht als Quest. Hä, ist ein riesen Vorteil für euch. Das sind ja so 5 Marken oder so bestimmt, oder? Ich glaube, 250 sind das. Ah, okay. Okay, let's go, 9 Cubes. Ich mache einen Teleport rüber. Da ist wirklich einer noch, sehr gut. Ich ulte komplett daneben, perfekt. Ich hab den. Ey, dieser Brawler, der über Wasser laufen kann, ne, der nervt mich so krass. Echt? Eve, hast du in deiner Runde? Okay, ich hab den gar nicht auf meine Trophäenhöhe, denke ich. Oh nein, Edgar, och nee. Oh nein, Edgar, och nee. Richtig. Mein Mate muss carryen, okay, der läuft erstmal weg. Oh, ich brauch noch 2 Wins. Schwitz auf den Sieg. So. Oh, 7,5 Minuten, sagt die Uhr. Hilfe. Jetzt, ich habe meinen Timer einfach weggedrückt, jetzt habe ich ihn auch wieder. Die Hälfte ist vorbei. Mein Mate ist gestorben. Ich fasse es nicht. Ja, du machst dich halt so ein bisschen abhängig in Duo. Ja. Wie läuft's so bei euch? Ist es gut? Ja, es. Es geht. Okay, klingt jetzt nicht so überzeugt bei euch. Okay, schauen wir mal. Aber es ist noch alles machbar. Ich bin wirklich so schlecht in dem Spiel, ne? Wir interessieren uns alle brennend dafür, was Jonah gerade gemacht hat, oder? Oh, komm! Kill ihn, komm! Oh mein Gott, rein! Oh, weg, weg, weg! Oh nein! Oh Mann! Ach doch, jetzt lebe ich wieder! Oh Gott! Es geht halt hier, Jonah, bitte. Oh nein! Ja, okay, 2 mit 8 Cubes, egal, wir sind noch Zweiter geworden. Ich habe noch guten Damage gedealt, das ist nice. Ich brauche jetzt noch einen Win mit Cold, dann bin ich übel gut dabei. Also wir haben jetzt noch... Alter. 6 Minuten. 6 Minuten bleiben uns noch, mal schauen. Ja, okay. Boah. Okay, ich muss aber jetzt Kills machen. Kills muss ich machen und dann wird sterben. Ey, Alter. Ich bin gestorben, ich fasse es nicht. So viel. Oh nein, ich schon wieder Edgar, Mann! Oh Mann, ich bin jetzt 8-mal von Edgar gestorben. Das kann nicht sein. Achso, ich hab noch gar nicht gewonnen. Dieser doofe Edgar, ne? Ich bin schon wieder an dem gestorben. Das kann nicht sein. Ich hab keinen Bock mehr. Ach Junge, es kann nicht wahr sein, Alter. Was ist das denn jetzt? Nice. Ich hab einen Win. Okay, es sind noch 4 Minuten jetzt auf der Uhr. Oh, wir schauen schnell. Ey, das wird so knapp, ne? Oh, ich muss. Ah, 3 Wins mit Colt muss ich schaffen in der Zeit. Ist das überhaupt machbar? Boah. Weiß nicht. Sehr, sehr schwer. Also wir dürfen bis zur letzten Sekunde noch ein Match suchen, ne? Okay. Ich schaff das jetzt. Ich hol mir jetzt einfach noch. Colt ist einfach. Ja, ich hab trotzdem noch gewonnen. Woohoo. Ich hab noch 3,5 Minuten, ich muss noch 3 Wins. Das schaffe ich doch gar nicht mehr, oder? Ich glaube, ich bin sogar dumm, wenn ich Duo schon spiele. Ich glaube, es sollte noch irgendwie Brawler oder so gehen. Dann hol ich jetzt schnelleren Wins bestimmt. Ach komm, Digga, was ist das? Ich bin wieder gestorben. Ich gehe jetzt in Brawler, das ist meine einzige Chance, glaube ich. Komm, jawohl! Nee, das schaffe ich eh nicht mehr. Oh, Hilfe, da war ich zu greedy. Komm, hol ihn dir! Ich gehe jetzt Brawler einfach. Oh nein! Ja, nix. Nice! Oh mein Gott! Ich hab den Kill. Bitte, das Tor ist frei. Bitte mach ihn einfach rein. Es ist nicht schwer. Ich hab den Kill. Bitte, das Tor ist frei. Bitte mach ihn einfach rein. Es ist nicht schwer. Nice, okay. Nice, jetzt einfach nach vorne. Einfach nach vorne, bitte. Es ist nicht schwer. Es muss das Tor sein. Oh, okay, ich brauch noch einen Win. Wenn ich ihn jetzt innerhalb von 1,5 Minuten schaffe, dann schaffe ich noch die letzte Runde. Oh, das wären nochmal so wichtige Punkte. Es geht bei mir jetzt um 500 Marken, ne? Bei mir geht's um alles gerade. Null oder ganz viel. Ist unfassbar, wirklich. Was hast du denn für Quests auf einmal dann erfüllt? Ja, viele. Ey, komm, hol ihn dir bitte. Mach, danke. Ich habe die B wegrasiert. Komm. Leute, das ist nicht schwer. Den Griff wegrasieren und dann haben wir das. Ball nach vorne, sehr gut. Schieß zurück auf den Griff. Pass die B jetzt, genau. Die B ist einfach irgendwie outsmarten, irgendwie so, genau. Und wenn der Boxer jetzt springt, dann schieße ich. Oh mein Gott, der springt einfach ins Nichts. Ich kotze einfach. Oh. Okay, Zeit ist vorbei. Okay, ich bin nur in der Runde drin. Oh doch, ich habe ihn auch geholt. Mein Timer ist vorbei. Bitte lass reichen. Nein! Oh nein! Junge Jonah. Oh nein! Mir haben 3500 Damage gefehlt für 500 Marken. Das kann nicht sein. Und mir fehlt einmal nochmal kämpfen. Einmal fehlt's mir. Ich bin so kurz vor 2 Quests. Also von mir aus könnten wir noch eine Runde machen. Okay, Leute, wir einigen uns alle auf eine extra Runde, weil alle verzweifelt noch eine Runde brauchen. Problem ist halt, ich muss die Runde jetzt auch gewinnen und meine Mates sehen nicht gerade so. Oh mein Gott. Nein, meine Mates sehen überhaupt nicht raus, das wollten die gewinnen. Also bei mir läuft's richtig. Digga, der hat 16 Cubes. Lol. Let's go, so wichtig, geil. Oh, ich habe auch den Win noch bekommen, ich bin so happy gerade. So, jetzt wie viele Marken kriege ich noch? Ja, so, 700 Marken extra nochmal, dafür hat es gelohnt. Okay. Dann habe ich die Quest. Dann mache ich schon mal meinen Screenshare an. Ja, ich habe jetzt sogar 3 Quests noch hinbekommen. Geil. Lol. Geil.
Okay, dann gehen wir alle auf euren Brawl Pass. Jo. Damit kommen wir jetzt zum Opening. Für jede Stufe, die jetzt gefarmt wurde, gibt es 2 Punkte. Und dazu natürlich die ganz normale Punkteskala für die Brawler. Wir haben 1 Punkt für den seltenen, 2 für den super seltenen, 3 für den epischen, 5 für den mythischen, 10 für den legendären und chromatisch, je nachdem, wie selten er ist, ich würde sagen. Auf geht's, Jonah zuerst. Okay, ich habe 4 Stufen. 4 Stufen? Okay, ja, dann schon mal dafür 8 Punkte. Dann schauen wir mal, was du ziehst. Okay. Nichts erstmal. Aber du hast wahrscheinlich auch schon ein paar Brawler auf dem Account, schätze ich mal. Ne? Ja, aber ich habe maximal die Hälfte. Also ich habe sehr, sehr viele offen. Also eine Megabox wäre halt auch gut gewesen. Ja, ja, aber meine Quest gönne ich. Dafür waren viele zu knapp. Ja, ich habe nichts, schade. So wenig? Ja. Okay. Ich bin hier, also Stufe 1 bis 8. 8. 8 Stufen, lol, das ist nicht doppelt. Das ist so viel. Lol. Schon mal 16 Punkte. Jetzt noch, wenn du jetzt noch einen Brawler aus der Box kriegst, dann bist du richtig weit vorne. Mal schauen. Okay, fangen wir mal an. Mhm. Okay, erste Brawlbox. So, ein paar gratis Gems, so als die Big Box. Und 3. Nee, auch nichts drin, schade. Noch eine Brawlbox. Also übel krass, wenn einer so einen legendären noch was ziehen würde. Ich habe halt einfach mal aus der Brawlbox einen Spike gezogen. Auch aus der ersten Stufe im Pass. Das wäre heftig. Echt? Mhm. Sieht aber auch nicht so gut aus. Gute Chance für Jonas jetzt gleich. Ja, letzte 2 Truhen nochmal. Big Box. Nee. Oh, noch die Brawl Box gerade. Ich glaube, da wird nichts mehr rauskommen. Aber zumindest mehr Punkte für die Stufen. Nee, die Brawl Box noch? Nee. Also ich habe tatsächlich 9 Stufen gefarmt. Okay, muss fairerweise sagen, die eine hat man am Anfang gerade, also habe ich auch 8 Stufen gefarmt, muss man fairerweise dazu sagen. Okay, dann die eine Big Box auf. Aber ich muss, habe ich die Gems glaube ich schon bekommen? Ich bin das doch, ah ja. Okay, ich habe mir noch 50 Gems aber obendrauf gekauft, die werden natürlich nicht mitgezählt, aber ich will zumindest, dass wir noch eine Megabox im Video drin haben, deswegen eine Megabox und die Big Box, die öffnen wir nochmal zum Ende, vielleicht ziehen wir wenigstens da was raus, okay, mal schauen. So, Rawbox. Okay. Also rein von den Punkten bin ich jetzt gleich mit Kitty, aber wenn ich jetzt irgendwas ziehen sollte, irgendwas, dann habe ich das Battle gewonnen, mal schauen. Komm, Rawbox. Kommt gleich wieder das nötige Jonas-Luck. Ja, ich habe aus irgendwie ganz vielen Brawl-Pässen in der Folge mal Legendäre gezogen, aber irgendwie... Okay, ich habe nur eine Brawbox und 2 Big Boxen, die mitgezählt werden. Jetzt wird's spannend. Erste Big Box. Nee. Hey, komm, nee. Ich kann einiges noch ziehen auf dem Account. Zweite. Könnte was. Nee. Ah, egal, komm, die Big Box und die Megabox sind mal oben drauf. Wenn auch in der Megabox drin ist, bin ich echt enttäuscht. Ja, ja, da muss was drin sein. Oh, nice! Oh, 6, 6. Aber zähl halt nicht mehr fürs Battle richtig mit, aber wir schauen trotzdem, was drin ist. Und. Was? 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 Nee. Was? Nee. Nein. ETF. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich sag, was habe ich denn gerade noch gesagt, dass Jonas Luck kommt? Dass Jonas Luck. Was? Auf dem Account ist das nichts drauf, ne? Das ist nur der. Oh mein Gott, das war nichts drauf. Ich meine, nur ein seltener gezogen seitdem, den vorgegebenen. Ey Leute, das war das ist unglaublich krass, so selten unwahrscheinlich. Da würde ich sagen, lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr solche Momente auch in Zukunft nicht verpassen wollt. Wir bringen jede Woche 3 Brawl Stars Videos und einen Stream. Bei 10.000 Abonnenten gibt es auch einen Special Stream hier auf dem Kanal mit allen Leuten. Support uns da gerne, wir sind kurz vor den 10.000. Schaut noch im Abstand vorbei und haut rein. Ja, Wahnsinn. Ciao. Ciao. Tschüssi.